Mit einer Stimme zu leben, ist eines der schwierigsten Dinge, die man sich vorstellen kann. Denn wir Sänger tragen unser eigenes Instrument immer mit uns. Und jegliche Störung beeinflusst unser Instrument. Ob das nun eine Verkühlung, eine Grippe ist oder ein verdorbener Magen, Kopfweh oder wenn man irgendwelche Probleme hat, alles wirkt sich auf die Stimme aus. Ich war am Anfang kein leichter Tenor. Ich hatte Kämpfe und Schwierigkeiten, meine Höhen zu erreichen. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, dass 80% des Publikums nicht wissen, was ein hohes C ist. Für 80% der Leute ist jeder beeindruckende hohe Ton ein hohes C. Ich habe 2 oder 3 Mal sogar ein Des gesungen. Die hohen C kommen nicht immer leicht, aber bei mir gibt es keine Manipulationen, auch nicht bei Plattenaufnahmen. Ich glaube, Erfolg kann einen nie enttäuschen. Es ist etwas, wofür man gerne arbeitet. Sobald man ihn erreicht, wird es schwieriger. Denn erfolgreich zu bleiben und mit dem Erfolg zu leben, das ist das Schwierigste. Aber wenn man diszipliniert ist und das liebt, was man tut, kann man es schaffen. If you are disciplined and you love what you are doing, you can cope with it.